Ich will eine Antwort, Major. Die Galaxie braucht außergewöhnliche Soldaten wie Sie. Jetzt mehr denn je. Ich sag Ihnen Bescheid, Ratsherr. Bestimmt. Ich bin sehr gespannt. Shepard? Udina? Hey. Shepard, wusste nicht, ob Sie kommen. Wegen meiner Worte auf dem Mars? Ja, ist okay. Schön, dass Sie hier sind. Was wollte Udina? Denken Sie noch über den Spectre-Posten nach? Es ist eine Ehre. Eine große Verantwortung. Ich muss sicher sein. Ich will endlich hier raus, Shepard. Sie sehen es nicht, aber Sie haben mich an dieses Bett geschnallt. Die Ärztin sagt, ich sei okay. Aber dann fällt ihr doch immer noch ein Test ein. Wie geht es Ihnen wirklich? Geht es Ihnen gut? Mein Implantat wurde gestört. Deswegen soll ich die Biotik eine Weile offline halten. Wirklich keine große Sache. Soll ich sie rausholen? Ich sag Bescheid. Ja, schön, Sie zu sehen, ich meine. Der Besuch war eine gute Idee. Freut mich, dass Sie okay sein werden. Danke. Sie wären fast vor meinen Augen gestorben. Schrecklich. Dann seien Sie bitte ehrlich zu mir. Ich will sicher gehen. Nach dem Mars und Horizon. Ist zwischen uns alles okay? Wir haben jede Menge durchgemacht und uns gegenseitig den Rücken gedeckt. Sowas verbindet. Nein, nicht nur das. Sie waren mein Commander, aber Sie haben auch zugehört. Wir haben Ashs Tod zusammen erlebt. Ja, haben wir. Und was meinen Sie? Ist alles okay? Ja, im Moment schon, oder? Ja, würde ich auch sagen. Wir beide können streiten. Aber im Moment ist alles okay. Ja. Es freut mich. Was ist denn? Ist da noch was anderes? Ja, vielleicht. War da etwas zwischen Ihnen und Garrus? Ja, das ist nämlich jetzt unser Kerl. Du nicht. Stopp, lass mal lesen. Lügen Sie, was meinen Sie damit? Tut mir leid, Sie haben recht, lassen Sie mich es erklären. Ja, das ist jetzt mein Freund. Ja, dann erklären wir es ihm. Ja, der ist jetzt halt mein Freund. Weil er hat uns ja auch im zweiten Teil im Stich gelassen. Das wollte ja nicht auch mit. Noch, genau. Und Garrus ist seit dem ersten Teil an unserer Seite und glaubt wird an auch uns. Da bleiben und glaubt an uns. Ja. Die Sache auf Horizon hat mich verstört. Es einfach so zu beenden. Ich weiß. Ich traute meinen Augen nicht. Da standen sie. Am Leben. Können wir das alles einfach vergessen? Bitte. Ist dann damit alles geklärt? Ja. Ich weiß nicht, ob ich mich bei Cerberus geirrt habe. Aber bei Ihnen habe ich mich geirrt. Sie sollten jetzt zurück zur Normandy gehen. Ich würde gern mitkommen. Werden Sie erst gesund, Kaidan. Wir brauchen Sie in Bestform. Mach ich. Danke für den Besuch. Ja, jetzt weiß er immerhin auch, wo wir dran sind. Das finde ich voll toll, weil wir es ja importiert haben. Genau. Weil sonst wäre das ja gar nicht so, dass wir es mit dem Garrus gehabt hätten. Und sondern wäre halt einfach nur, dass wir vielleicht was mit ihm gehabt hätten. Ich weiß, das ist ja fast Standardeinstellung im ersten Teil. Weil das war ja bei Dragon Age 2 so, dass man einstellen konnte, was man importiert oder wie man den Spielstand konfiguriert. Das konnte man hier aber leider nicht. Das finde ich sehr schade. Weil da konnte man auch halt so Entscheidungen aus Dragon Age 1 dann importieren. Läuft da nicht rum? Das macht mich verwirrend. Nein, also man konnte einstellen, was man gemacht hat. Also zum Beispiel irgendwie, man ist selber König geworden, man ist dies, man ist jenes. Ne? Oder genau. Schatz, so war das doch. So in der Art, die grobsten Sachen könnte man halt auswählen. Und kann man hier ja auch. Nee, kann man hier nicht, sondern hier muss man es importieren. Und das finde ich schade. Ich wollte ja gerade... Wie? Beim neuen Spiel konnte man nicht einstellen. Was? Hab ich die nicht gesehen. Die grobsten Sachen konntest du immer einstellen. Wo denn? Beim neuen Spiel nicht? Ja. Achso, du konntest ja aussuchen, ob Ashley stirbt oder ob er stirbt. Achso. Okay. Das sind ja alles solche Sachen. Das ist aber super grob. Ja. Wenn wir in der Kiste waren, ist nicht grob. Nö. Ist noch was, Shepard? Touchpad. Hey, da können wir jede Menge fragen. Boah, ist das dann geil. Dann catchen wir ihn mal aus. Ja.
Können wir die Ereignisse auf Horizon zu den Akten legen? Von mir aus gern. Aber ich weiß nicht. Selbst auf dem Mars war die Lage zwischen uns angespannt. Wie lösen wir es dann? Ich gebe zu, das ist schwierig. Sie standen direkt vor mir und ich hab sie abgesägt. Tut mir leid. Okay. Okay. Also legen wir es zu den Akten und kümmern uns um die wichtigen Dinge. Schwamm drüber? Schwamm drüber. Vorbei. Das mit Horizon ist geklärt. Sie wurden verletzt. Wollen Sie wirklich sofort zurück ins Getümmel? Machen Sie Witze? Ich will die Reaper in die Hölle treten. Und Cerberus auch. Angeblich zieht vor dem Tod die Vergangenheit an einem vorbei. Bei mir war es die Zukunft. Der Schmerz, die Familien, die Kinder. Ich wollte unbedingt leben. Ich muss etwas tun, Shepard. Wenigstens ein paar Leben retten. Ich will ein Update, Major. Hey, Major. Ja. Glückwunsch. Es ist wohl ziemlich viel passiert. Anderson wollte, dass ich eine Einheit übernehme. Erste Spezialeinsätze, Biotikabteilung. Wir rekrutieren die begabtesten menschlichen Biotiker der ganzen Galaxie. Einsatzbereich? Riskante Geheimmission. Ich habe erst abgelehnt. Ich, ein Lehrer. Ich bin lieber mittendrin. Anderson kann sehr überzeugend sein. Stimmt. Und seiner Erfahrung lässt sich auch kaum etwas entgegensetzen. Ein Nein kam nicht in Frage. Er wollte mich. Sie waren eben ganz einfach die beste Wahl. Stimmt. Biotische Menschen sind anders. Freaks. So sehen uns immer noch die meisten in der Galaxie. Aber es anzunehmen und schätzen zu lernen, kann den Unterschied ausmachen zwischen Erfolg und im Bett roten Sand einwerfen. Roter Sand ist so eine ganz gefährliche Droge. Deswegen, also nicht, dass ihr denkt, dass ihr irgendwie roten Sand über sich schmeißt oder so ein Scheiß. Sondern es ist eine ganz gefährliche Droge. Ist mit ihrem gestörten Implantat alles in Ordnung? Die medizinische Version war zwar beeindruckender, aber darauf lief es raus. Gestört. Eine Ärztin im HQ ist von meinem L2-Implantat ganz fasziniert. Ich bin ihr Lieblingsprojekt. Die Kopfschmerzen sind zwar nicht besser, aber ich bekomme Akupunktur, Pillen und ein Gebräu, das furchtbar schmeckt. Sie sagt nicht, was es ist. Aber meine Biotik war noch nie so stark. Vielleicht wird manches im Alter besser. Oder Sie werden besser. Erfahrener? Ja, könnte sein. Ich glaube, ich bin jetzt ein besserer Soldat als unter Ihnen. Wo ist Ihre Familie? In Sicherheit? Meine Eltern. Sie leben in Vancouver. Aber Dads Familie hat eine Obstplantage im Landesinneren. Sie flogen am Tag des Angriffs in einem Shuttle dorthin. Gibt's Nachrichten? Nein, noch nicht. Aber ich hoffe, dass Dads Allianztraining ihnen geholfen hat. Ist sicher schlimm, nicht zu wissen, wo ich bin. Jo, dann reden wir später. Ich sollte jetzt besser gehen. Danke für den Besuch. Alles Gute, Kaidan. Ich bin am Essen. Wie immer. Es ist völlig geschmacklos, ja, mit der Einrichtung reden. Huerta Krankenhaus zu nennen. Präsident Huerta? Was geht hier vor? Ma'am, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie kaufen uns Lebensrettungsgerätschaften für 90 Millionen Credits, dann dürfen Sie das Krankenhaus nennen, wie Sie wollen. Nun kommt die Wahrheit ans Tageslicht. Meine Aufgabe hier ist erfüllt. Hä? Okay. Ja, du hast jetzt die eine unterstützt und die andere nicht oder so. Keine Ahnung. Du hättest die Auswahl zwischen den beiden, wenn du unterstützen willst. Wir müssten aber noch ein paar andere Leute hier besuchen. Da Pokunti, da war die Asari oder was auch immer. Genau. Oder die Dingens da. Die Quarianerin zu Hause.
Ich wette, es gibt Let's Player, die total gehirnlos da durchlaufen und sich dann immer wundern, wo die Aufträge sind. Ja. Die nicht mal die Nebenmissionen machen. Oder die Texte lesen. Ich kann nicht glauben, dass er das getan hat. Alter, ist das ein leckerer hier. Verdammt, die hatten doch sowieso kaum. Das war gerade die Musik. Ich weiß, dass es beschwerend. Wir sind immer VIP. Diese Cerberus-Mistkerle hatten uns im Sack. Arschlöcher! Scheiße, die haben einfach immer. Ihr habt nichts gehört. Hey, bereit für eine ordentliche Party? Hey, Mel! Ey, die haben ja echt nichts Besseres, als in der Disco abzuhängen. Was für eine krasse Disco, ey. Werden zwar gleich umgelegt, aber. Wer hockt denn hier schon wieder rum? Ja, genau. Wer hockt da rum? Hey, Commander. Schön, dass Sie runter in den Dreck zu uns Frontschweinen kommen. Sie oink, meinen, oink. Ich mag keinen Dreck? Ach, kommen Sie. Ich habe gar nichts gemeint, Commander. Sicher. Also, was haben Sie gemeint? Sehen Sie den Marines da? Keine Offiziere. Nur die normale kämpfende Truppe. Und? Sie haben alle meine Drinks bezahlt. Wissen Sie warum? Aus demselben Grund, warum Sie verstummt sind, als Sie reinkamen. Sie scheine ich aber nicht einzuschüchtern. Ich finde, Sie könnten etwas respektvoller sein. Sicher. Aber wir haben gekämpft. Ich habe Sie in Action gesehen. Nichts für ungut. Sie sind wahrscheinlich eine der Besten. Wahrscheinlich? Und Sie passen wirklich hervorragend in eine Uniform. Mein ja bloß. Aber Sie sind nur ein Mensch. Wie ich. Aber die nicht. Nein. Ich weiß noch, wie man sie zum ersten Spectre der Menschen gemacht hat. Ich habe das Video gesehen. Wie wir alle. Aber für die sind sie überlebensgroß. Ja, ich weiß nicht, was wir darauf antworten sollen. Ja, ist ja wohl so, dass die Leute das von uns denken, ne? Jo, also das... Ja, ich meine, das ist ja egal, ob die das denken von uns oder nicht. Ich meine, ist es besser, wenn sie uns respektieren und nicht uns einfach als nur Mensch sehen? Weil dann würden sie uns vielleicht auch folgen in den Krieg. Und wir wollen ja jetzt keine Diktatur eröffnen, sondern einfach nur die Viecher verjagen. Genau, also das. Ich sollte damit rechnen. Nicht viele haben geleistet, was ich geleistet habe. Und jetzt treffen Sie sie persönlich. Wenn Sie ihnen einen ausgeben, wäre das riesig für Sie. Das ist eine gute Idee. Das ja, kann man ja machen. Tut die Loyal erhöhen. Ja, Loyal eigentlich. Mir gefällt, wie Sie denken, Lieutenant. Compadres! Hey! Der Commander will, dass ihr was trinkt. Auf Sie. Also, auf uns. Wer ist wie wir? Verdammt wenige. Und sie sind alle tot. Tut mir leid, Chef. Ich dachte, Sie kennen den. Danke für die Warnung. Ja, das freut mich. Danke für den Drink. Der ist ein guter Schnorrer. Ja, schnurren kann er gut. Weißt du noch die Kneipendame, die Salz und Pfeffer haben wollte oder so? Im letzten Part, diese eine total durchgeknallte Bardame? Also nicht im letzten Part, sondern in Mass Effect 2. Sie geben also zu, dass Sie und Ihre Leute illegal hier sind. Ja, und C-Sicherheit hat es schon nach 3 Wochen gemerkt. Mir ist egal, wer Sie sind. Für Sie gilt das Gleiche wie für alle anderen Flüchtlinge. Kommen Sie mit. Ich glaube nicht. Schirk. Ich brauche die Asari-Ratsherren. Aria, was verschafft mir die Ehre? Ich soll die Einwanderungsformalitäten durchlaufen. Verstehe. Formalitäten erledigt. Ist sonst noch irgendetwas? Nein, vielen Dank. Jederzeit. Wir sind hier wohl fertig. Gute Show. Was, Shepard? Es gibt nur eine Regel auf der Citadel, was? Sieht so aus. Ich hasse diesen Ort. Schrecklich verklemmt. Warum sind Sie dann hier? Cerberus hat mir Omega gestohlen. Der Unbekannte steht auf Platz 1 meiner Abschussliste. Er bezahlt für jede Sekunde, die ich in dieser Bürokratiehölle verbringe.
Wie hat Cerberus sie besiegt? Verrat, Ablenkung und eine große Armee. Sie haben mich weggelockt und überfallen. Ich entkam, aber Cerberus belagerte Omega bereits. Bis ich angriffsbereit war, hatten sie sich schon zu gut verschanzt. Was wollen die auf Omega? Keine Ahnung. Das ist eine dicke, fette Raumstation. Mit ganz vielen Nutten. Wollen die Moral erhöhen oder was? Ja, und die will bestimmt Rache. Tja, ich weiß nicht, was wir sagen sollen. Wir können sagen, sie ist am Leben oder schreit nach Rache. Ja, schreit eher nach Rache. Na, dann sagen wir das. Ich würde dafür Rache wollen. Schön, dass wir uns einig sind. Ich hole Omega zurück, aber dazu komme ich noch. Für Sie habe ich einen Vorschlag. Ich höre zu. Es ist doch so. Wenn Sie die Reaper nicht besiegen, sterben wir alle. Egal, wo ich gerade bin. Also will ich Ihnen helfen. Was bieten Sie mir an, Arya? Auf Omega hatte ich Bloodpack, Blue Suns und Eclipse unter Kontrolle. Jetzt laufen Sie Amok. Das will aber niemand. Vereinen Sie sie unter meiner Führung und Sie haben eine mächtige Armee für Ihren Krieg. Ich habe mit allen Gruppen eine Basis gelegt. Jetzt müssen Sie die Deals abschließen.